Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie mit den Twitch Clips Germany. Wir reacten wieder, ist ja immer so am Sonntag. Wenn ihr das natürlich auf YouTube seht, ist kein Sonntag, aber dann habt ihr das verpasst. Schaut doch mal vorbei, dann bitte ihr nichts mehr verpasst, was wir da auf YouTube, nein, nicht auf YouTube, auf Twitch so alles machen. Dreimal die Woche wird dort gestreamt, wenn es gut geht. Und eins davon ist halt die Reacts. Und wie gesagt, heute haben wir die Twitch Clips Germany. Und der Titel von Twitch Clips Germany lautet Herzmund. Wenn ihr Anregungen habt oder sagt, wow, das ist das, da könnte man doch einen Titel draus machen, dann schreibt das in den Chat. Natürlich auf Twitch, nur im Live geht das. Weil, wenn es hochgeladen ist, habt ihr ja schon einen Videotitel. Wenn ihr da was habt, reinschreiben und wenn es mir gefällt, schreibe ich mir das auf zu der entsprechenden Folge und dann gucke ich mal, was wir da vornehmen. Das mache ich jetzt immer so. Ich nehme nicht den Titel, den Twitch Clips Germany gemacht hat. Das ist nämlich halt. Und wir machen jetzt aber rein das Ganze. Ich habe heute ein bisschen angepasst. Es wäre schön, wenn mal kurz jemand, wenn es läuft, reinschreibt, ob das so in Ordnung ist oder ob das zu laut ist oder zu leise ist, damit ich das einrichten kann und entsprechend dann weiß. Okay, aber wir starten jetzt erstmal rein in die Anmoderation. Hallo lieber Zuschauer, herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich klippe jetzt gleich mal am Anfang rein. Da haben wir heute mal den ganzen Vorspann komplett. Und ich muss sagen, also angenehme Stimme der Herr und passte. Also ja, es macht Interesse auf mehr. Die Neugierde ist gestartet, wie ich das ja bei mir immer mit reinschreibe. Die Neugier ist gestartet. Gucken wir mal weiter. Oh oh, Puhbär auf dem Berg. Also, da muss ich sagen, Respekt meinerseits dafür, das zu machen. Weil das ist, denke ich mal, erstens mal natürlich dieser Anzug ist natürlich nicht unbedingt jedermanns Sache. Das zum einen. Zum zweiten, sich einen Raben auf die Hand kommen lassen. Das ist auch nicht so ganz ohne. Raben sind nun mal Raubvögel auch. Die können doch schon ganz schön rabiat werden. Also das ist schon mutig, muss ich sagen. Und ich fand das als Einstieg schon mal nicht schlecht. Also ja, das macht wirklich Lust auf mehr. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be. Also einmal erstmal bei diesem Lied bekomme ich grundsätzlich eine Gänsehaut. Ihr seht die jetzt nicht, weil ich eine Jacke drüber habe. Aber ich liebe dieses Lied, One Moment in Time, weil das ist wirklich ein tolles Lied gewesen. Auch für eine tolle Olympiade damals gewesen. Damals konnte man sich solche Sportevents auch noch angucken. Und da war das nicht nur viel Politisches, sondern es war wirklich sportlich. Heute ist das meistens ja eher politisch. Sehen wir jetzt gerade wieder in Katar. Man muss es leider wieder ansprechen, ist leider so. Es war mutig, mit so einer Stimme das dann zu singen. Ja, doch, ja, 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 ja. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und ich weiß, dass mindestens ein oder zwei Ja's aus diesem Video rausgeschnitten worden sind, die da noch waren, obwohl sie nicht hingehört. Nein, obwohl ich sie gesagt habe und sie rausgeschnitten habe. So, jetzt habe ich es. Ich weiß nicht, wenn du ausstreamst, schreib mir das nochmal so per Flüsternachricht oder so. Ich muss dir auch folgen, unbedingt. Der Name allein, der ist Weltkacke. Klasse. Ich lese gerade. Ja, ja, das sind solche Kleinigkeiten. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das so, dass ich eigentlich schon sehr, sehr selten mit meinem Streamnamen hier in andere Streams reingehe. Ich folge, glaube ich, auch gar keinem anderen Stream mit
diesem Account hier. Ich habe meinen Privataccount, damit folge ich den Leuten und damit gucke ich entsprechend rein. Weil, ich sag mal so, klar ist es eine Sache, man kann Content-Creator-Kollegen folgen und sie unterstützen, aber ich will auch nicht, dass ich dadurch anderen die Zuschauer wegnehme, weil ich dann sage, hey, ich bin auch Content-Creatorin, ich mache das auch. Das gebe ich auch, wenn ich in einem anderen Stream im Privat unterwegs bin, auch sage ich das auch nicht so. Also deswegen, also das ist für meine Sache. Und aber das war jetzt wirklich der freudige Versprecher. Der Name ist Kacke anstatt Klasse. ich hoffe mal, er bezog sich auf dieses Hausfrauen-TV. Wobei, ich glaube, das ist eigentlich doch schon ein bekannter Kanal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also, ich kann mich auch irren. Kurz Augen zu, Chat. Augen zu, alle Augen zu. Und genießen. Ja. Ja. Oh. Ja. Oh, bitte. Oh. Sascha, bitte nicht. Oh, oh mein Gott. Ja. Ja. Also, ich sag mal so, ich hab jetzt mit offenen Augen geguckt, weil ich will ja darauf reacten. Da bringt es mir nichts, wenn ich die Augen zumache und dann nur den Ton höre. Aber ich kann mir das jetzt sehr gut vorstellen, was gekommen wäre, wenn man die Augen zugehabt hätte. Wenn man jetzt nicht weiß, dass das ein Ausschnitt aus Seven vs. Wild war und der arme Mann, so muss man es sagen, eine Kokosnuss geknackt hat, dann könnte man denken, er hat was anderes gemacht. Und da wir ja hier jugendfreundlich sind, führen wir das jetzt nicht aus, sondern wir lassen das dabei. Aber ja, doch, also gebt es euch vielleicht mal, wenn ihr das jetzt gerade gesehen habt, dass ihr ein Stück zurückspringt, also auf YouTube und das Ganze nochmal mit geschlossenen Augen euch anhört. Und dann, ich sage euch, ihr kriegt Bilder im Kopf. Aber macht mich nicht dafür verantwortlich, genau. So, weiter geht's. Ich habe 67,5 Stunden Super Hexagon gespielt. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, ob ich eigentlich crazy bin und was in meinem Kopf passiert. Hi. Kenn das Spiel gar nicht. Kein Ding, ich zeig's euch gerne. Again. Okay, also jetzt ist die Frage, ist das wirklich ein Spiel, was man spielt oder ist das einfach nur sowas, was man im Hintergrund Gedönse an Musik laufen lässt und geht dann hin und hat dann entsprechend dabei seinen Spaß. Also ich habe jetzt nicht, weiß nicht, ob bei nichts, aber ich gucke mir das mal an, das sieht interessant aus. Okay. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Ja, ich bin Seife. Willst du dich mal bücken? Oh, das war grenzwertig. Oh, ganz grenzwertig. Aber gut reagiert. Gut reagiert. Ich heiße Seife. ja, okay. Falls ihr nicht wisst, worauf das anspielt, dann seid ihr noch ganz unschuldig. Und wenn ihr jetzt schreibt, ja, ich bin unschuldig, oder soll ich sagen, ja, ich bin unschuldig, dann seid ihr es garantiert nicht. Ich sage es euch, als Streamer, man macht den Stream an und man kann gar nichts mehr. Man kann nicht mehr sprechen, man kann nicht mehr lesen, man kann keine Games mehr spielen, man ist einfach nur noch dumm. Geht vielen so. Aber richtige Vollzeit-Streamer haben das Problem nicht. Die bleiben auch, nachdem der Stream aus ist, dann dumm. Es wird besser. Ey, das war auch gut. Obwohl ich jetzt dazu sagen muss, ich bin Streamerin, ich bin nicht dumm. Auch wenn ich hin und wieder mal Fehler mache oder mich doch ab und zu mal triggern lasse. Aber ich bin nicht dumm. Weder vor dem Stream, noch während dem Stream, noch nach dem Stream. So viel muss ich dazu sagen. Aber irgendwie war mir klar, dass er mit einer React auf diese React in diesem Stream landet. Definitiv. Das war mir klar. Wusste ich. Ich war auch eher drüber gesprungen. Ja, das ist eine von zwei Sachen, die ich gerne wirklich mal probieren möchte. Aber bis jetzt noch nicht hingekriegt habe. Weil ich noch nicht rausgefunden habe, wie das funktioniert. Ich muss da mal gucken. Ich glaube, ich weiß, wen ich da mal frage, wie das funktioniert.
Erstens mal das mit den, gut, das mit den Herzschlägen, das habe ich schon mitbekommen. Das ist eine Verbindung zwischen der App und einem einem Bauch-Brustgurt und so weiter. Das habe ich schon mitbekommen. Also das ist relativ einfach. Das ist, kriegt man hin. Ja, das Zweite ist das mit diesen Fotos. Diese Erschreckfotos, in dem Augenblick ausgelöst zu werden, wo man erschreckt, das ist, denke ich mal, richtig lustig. Und das wäre dann auch so Video, so Fotos, die ich definitiv ohne Bearbeitung auf Instagram hochlade. Da bin ich ja gestern dazu gefragt worden, ob ich auch meine Fotos auf Instagram hochlade. Das werde ich bei Gelegenheit machen, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Aber das werde ich mal machen, ja. Also, oh Mann, Max. Ich lese es schneller vor, damit es weniger schlimm ist. Sicher? Das ist eine sehr gute Idee. Mach das bitte. Okay, gut. Und meine Fresse hat die Frau große Titten. Bonk. Irgendwie hast du dich jetzt selbst verarscht. Nein, ich weiß nicht. Also irgendwie... Ich verstehe jetzt nicht so ganz den Sinn hinter diesem Clip. Gebe ich ehrlich zu. Vielleicht bin ich deswegen dumm, aber wenn ich deswegen nur dumm bin, dann bin ich gern dumm. Manches muss ich alles verstehen. Das wäre ja auch blöd, wenn man alles verstehen würde. Dann wären wir alle hochintelligent. Obwohl, dann wäre sowas wie gestern ausgeblieben. Naja, ja. Oh. Okay. Tja. Harvard ist wohl seinem Geburtstag umgekommen. Hey, geil. Geil gemacht. Echt geil gemacht. Aber ein Hinweis, arbeite an deinem Reden oder stell das Mikrofon ein bisschen anders ein, weil dieses Abgehackte, das war dann doch nicht ganz so toll. Also, so reden, weg, Ton, weg. Das ist, da muss doch dran gearbeitet werden. Farben haben Bedeutung, ne? Stimmt. Kennt ihr das mit Bedeutung der Farben? Ja. Ja. Ja, welche Bedeutung hat Lila? Lila ist, Lila ist so royal. Ja. Also ich habe mal gehört, Lila ist die Farbe der unbefriedigten Frau. Ja. Also ich meine, ja, habe ich auch gehört. Das habe ich auch gehört. Geil, das war geil. Ja, das ist das Problem mit der Streamverzögerung. Man hört etwas und die anderen reden schon weiter und auf dem Hauptstream hört man das und die, wobei zugeschaltet sind, die hören das Moment später, reagieren dann auf das, was man vielleicht vor einer halben Minute oder 10 Sekunden gesagt hat und das ist in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen. Aber, also ich muss sagen, ich habe auch gehört, dass Lila royal ist und nicht das andere, nein. Ja, genau. Ey, vor der besten Stelle machen die einfach aus. Das ist ja wohl nicht wahr. Erstens mal geile Stimme, geiler Titel. Ich will mehr davon. Wo krieg ich den Mitschnitt von diesem Video? Ich weiß, auf YouTube. Ich guck mal nach. Ey, wir können nicht sterben, weil wir leben ja noch. Da haben wir wieder unseren Spruch der Woche. Wir können nicht sterben. Weil wir leben ja noch. Ist zwar irgendwie ein bisschen komisch, weil gerade wenn man lebt, kann man sterben. Es wäre jetzt intelligenter gewesen zu sagen, wir können nicht sterben, weil wir sind schon tot. Aber okay, das ist der Spruch der Woche. Merkt ihn euch, danach wird gehandelt. Junge, da hatte ich so einen Stein im Arsch klemmen. Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie weh das getan hat. Nein! Wow, ich habe im ersten Moment gedacht, Mann, da hat aber jemand das im Spiel wirklich sehr gut
die Streamerin nachgemacht oder sie sieht ihr wahnsinnig ähnlich. Dabei war sie das. Die haben dann irgendwas gedreht oder was. Oh, wow, Respekt. Das ist so. Gibt's dazu auch noch mehr? Also so, dass man sich da angucken kann? Muss ich auch mal gucken. Ich muss mir eine Liste machen, habe ich so langsam das Gefühl. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Also, das haben die jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Ich erkläre es euch gerne, wieso es so merkwürdig ist. Folgendes. Hier ist die Klinke, hier. Würde die Tür aufgehen, versteck dich doch hier, dann bist du hinter der Tür und man kann dich nicht sehen. So, weiter geht's. Das ist halt... ja, es ist intelligent, muss ich jetzt sagen. Entschuldigung, schenk mir gerade was zu trinken ein. Es ist intelligent, sich hinter der Tür zu verstecken. Das ist intelligent. Neben der Tür zu verstecken, das ist so... da muss man wirklich glauben, dass derjenige, der reinkommt, gerade durchguckt und nicht so leicht schräg oder nicht so ein großes Augenfeld hat. Das könnt ihr ja mal testen. Wenn ihr so die Hände nehmt und geht so zur Seite, dann seht ihr, wenn ihr gerade ausguckt, also ich sehe fast auf 90 Grad Arme ausgestreckt, das wäre dann 180 Grad für beide Arme natürlich, klar. Also auf dieser Mittellinie sehe ich fast noch meine Hände. Nicht ganz, aber das ist auch, dass die allerwenigsten Menschen können das. Ich glaube, es gibt ein, und nicht mal im 1%-Bereich ist das, die Menschen, die so ein großes Sichtfeld haben. Aber man hat schon ein relativ großes Sichtfeld und das ist auch wichtig. Und deswegen würde man aus den Augenwinkeln Leute, die so hinter der Tür stehen, wie da gerade gezeigt worden ist, auf jeden Fall immer wieder sehen. Und man könnte gar nicht vorbeigehen. Derjenige müsste stockblind sein, so wie der Baumwurfmann bei den Simpsons. Ich habe mich so von so Geysiren hochschießen lassen, die ich so gefunden habe. Nein, es sind keine interessanten Texturen. Das Wasser ist einfach weg. Hier ist jetzt kein Wasser. Ich gehe. Guck. Okay. Okay. Sehr interessant. Er ist im Wasser gelaufen. Nein, beziehungsweise er war unter Wasser und es ist kein Wasser da. Interessantes Phänomen. Weil, wenn kein Wasser da wäre, wäre ja auch keine Wasseroberfläche zu sehen. Also eigentlich so rein theoretisch. Praktisch war das im Spiel, denke ich mal, ein richtig schöner Bug. Oh Mann, danke dir. Meine Freundin schnarcht. Hast du einen Tipp? Tinder. Da gibt's andere. Das war jetzt aber fies. So richtig fies. Also da muss ich sagen, also auf Tinder würde ich jetzt nicht ausweichen, um mir eine neue Frau zu suchen, beziehungsweise in meinem Fall natürlich einen neuen Mann. Weil ich bin mit meinem Mann zufrieden, auch wenn er so seine Backen hat. Unter anderem auch jene, die da gerade angesprochen worden ist. Aber das gehört zu ihm. Und ich muss sagen, momentan wird es sogar besser. Er wird leiser. So, und jetzt hat er da was geschrieben. Ja, das ist ein Bug, ja. Den gibt's bei Subsisten und bei Ark auch. Okay. Kann es sein, dass die Spiele auf der gleichen Engine beruhen? Das müsste man mal rausfinden. Das wären also dann die beiden von dir als Subsisten und Ark und entsprechend Sea of Thief. Müsste man mal gucken, ob das dieselbe Engine dahinter steht. Weil dann wäre das natürlich ein Engine-Fehler, den man eventuell mal weiterreichen könnte, weil nachher gehen die Leute hin und denken, es ist nur von all dem Spiel aus und nicht von der Engine. Dann ist bei der Engine was. Okay, gut. Ja, der Sound ist ja immer was anderes. Der Sound ist zwar auch programmiert, aber das hat mit der Engine nichts zu tun. Also nicht mit der Grafik-Engine. Die Grafik-Engine ist was Eigenständiges. Auf Grundlage der wird ja die Grafik programmiert, nicht der Sound. Da ist ein Unterschied drin. Ah, Raupi entwickelt sich! Ja! Raupi entwickelt sich! Hier zu. Oh no, ja, sowas weit. Warum ist es jetzt hässlich? Das ist wohl momentan ein großes Phänomen, muss ich feststellen. Anscheinend digitieren, wollte ich schon sagen, entwickeln sich die Pokémon der neuen Generationen, also so Karmesin und Purpur, in Richtungen, wo man bei Purpur und Karmesin, muss ich sagen, da ist es wohl momentan so, dass da die Entwickler sind, wo die Ideen ausgegangen. Und deswegen haben sie alle Entwicklungen der Pokémon
hässlich gemacht. Also die Kleinen sind süß und knuffig und dann werden sie groß und dann, ja, dann werden sie hässlich. So kann's gehen. Genau. Gut. Machen wir weiter. Ja. Der geht, oh, der landet bei dir direkt. On. Oh, lol. Einen habe ich gedownt. Mann! Ah, ich wurde leider geholt. Ja, so kann's gehen. Wenn man schon mit dem Fallschirm abspringt, was bei diesem Spiel leider fast bei jeder Mission so ist, ja, am Anfang, dann muss man schon aufs Landen aufpassen und sollte nicht vor einem Haus landen, sondern auf dem Haus. Und ja, Prioritäten setzen. Nicht die Kills sind wichtig in dem Fall, sondern den Kollegen zu retten oder in dem Fall die Kollegin. Ja. Also am Teamplay arbeiten wir noch mal ein kleines bisschen. Ja, genau. Ach komm, Alter. Randy, nimmst du mir jetzt noch meinen letzten Wind aus der Puste oder was? Wind aus dem Segel. Genau, genau. Den Wind aus den Segeln. Das ist das richtige Sprichwort. Und, das war, und dafür so viele Versuche brauchen, das ist wirklich schlimm. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt gerade wieder runtergeguckt habe, momentan, ja, sind einige Leute sehr redefreudig. genau. Sieh es geheul! Guck mal, seid ihr heiß denn? Guck mal, oh. Oh, Seth, guck mal. Ja, also gestern habe ich ja gesagt bei meinem Stream, wir sind hier wie im Kindergarten. Einige haben das Niveau des Kindergartendenkens nicht überwunden. Das war jetzt das Audiovisuelle dazu, wobei ich sagen muss, es sah spaßig aus. Wenn die Bahn ein bisschen schneller gefahren wäre, wäre vielleicht besser gewesen, aber gut, okay, das ist natürlich für Kinder gedacht und nicht für Erwachsene. Was allerdings jetzt auch wieder diese Assoziation bringt, dass manche Streamer, sobald der Stream an ist, ja, ihren Verstand ausschalten. Oh no! Malo, was tust du? Also, bei der Lache würde ich mal zum Arzt gehen und das untersuchen lassen. Und dann, interessanter Bug wieder mal, also ist wieder so Art Bug, allerdings in diesem Fall jetzt über Wasser. Sie schwebt auf der Rückenlehne dieses Gummitiers. Aber das ist bei Sims irgendwie normal, dass solche Fehler da drin sind. Es ist ja ein Spiel von EA. An irgendwas erinnert mich diese Lampen. Ist das auch irgendwie so eine Anlehnung an irgendetwas? Okay. Im Spiel oder so. Okay. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, also wirklich. Wir schreiben jetzt nicht in den Chat, was sie dargestellt haben. Denken es uns nur und schmunzeln darüber. Weiter geht's. Toll, jetzt habe ich mein Trinken ausgeschüttet. Scheiße. Dann wisch es auf. Ja, ich habe nichts zum Aufwischen. Dann nimm irgendeinen Lappen aus dem Chat. Das war jetzt wieder ein Beispiel für den Punkt. Wir lieben unsere Community und ja, der sind dann auch entsprechende Personen, die man so halt betiteln kann. Nee. Also bei mir nicht. Also zumindest nicht die jetzt da sind. Und von denen ich weiß, dass sie da sind. Ja. Okay,
Ich denke mal, sie ist noch nie so weit gekommen oder so gut gewesen, dass sie das geschafft hat. Also Respekt. Ich sage es jetzt mal so. Es sind ja eigentlich nicht meine Spiele. Aber ich habe mir so überlegt, da ich demnächst ja so auch ein bisschen so ein paar Sachen ändern will, was die Stream-Sachen angeht und so weiter, dass ich mir das doch mal angucke. Das ist ja kostenlos, das kann man sich halt so angucken, ohne dass man da Geld ausgibt und am Ende sich ärgert, dass es nicht funktioniert. Ich gucke es mir mal an. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich am Anfang zumindest sehr häufig sterben werde. Genau. Weil, ich sag mal so, die fünf Leute da zusammenzukriegen, dass man das zusammen spielen kann, dann beziehungsweise online zusammen unterwegs ist. Das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, die 40 Leute zum Beispiel für ein Fall Guys-Spiel zusammenzukriegen, das ist schon wieder schwieriger. Wobei, da könnte ich natürlich auch nicht das normale Spielsystem nehmen, sondern nehmen die normale Lobby und macht da kein eigenes Spiel, dann geht das natürlich auch. Weil da fällt mir jetzt gerade ein, da ist ja dann wieder Pflicht im Discord anwesend sein, was dann natürlich wieder problematisch ist, wenn man streamt dabei. Schaut einfach hin und wieder rein und dann werdet ihr sehen, was Sache ist. Ich hab die ganze Zeit schon Chips rein. Hau mir oh. Ja! Klasse! Nein! Ja! Nein! Doch! Das war so klar. Man guckt, was man macht. Hinschauen, nehmen, hochheben, dann. Ja, und nicht, ich hab hier Chips, ich hab hier Scheiße. Gut. Das Wort war es jetzt wieder mit der Monetarisierung, aber da habe ich ja auf YouTube doch kein Problem mit. Muss ich eigentlich in jedem Stream irgendetwas kaputt machen? Ja, musst du. Das ist irgendwie Sinn deines Streams. Ich hoffe nicht, dass es wirklich jetzt diesen Monitor erwischt hat, denn das wäre, glaube ich, richtig teuer. Natürlich hoffe ich auch mal nicht, dass es die Linse getroffen hat, die er da in der Hand hat. Ich glaube, das war eine Linse. Das wäre nämlich auch nicht gerade günstig. Nein, das ist die Idee, heißt anders. Okay. Ich finische ihn nur zur Sicherheit. Ja, nur zur Sicherheit. SpongeBob! Ja, ich hab ihn zur Sicherheit getötet. Nur falls das doch war. SpongeBob bei Fall Guys. Gerade hatten wir es noch davon. Ich liebe Fall Guys. Ich komme nur in letzter Zeit irgendwie nicht dazu zu spielen. Das liegt aber an einem anderen Spiel, was ich spiele, weil ich da auch nicht dazu. Da komme ich auch nicht so richtig dazu. Momentan ist einfach. Wisst ihr was? Ich liebe die Vorweihnachtszeit. Es ist schön, es wird gemütlich, man backt, man sitzt zusammen, man unterhält sich mehr, man besucht Weihnachtsmärkte, man geht einkaufen, macht sich Gedanken darüber, was man den Leuten schenken kann, weil man hat ja nicht das ganze Jahr dafür Zeit. Nein, das ist in den letzten 4 Wochen vor Weihnachten, da fällt einem ein, oh scheiße, ich muss ja immer noch was zu Weihnachten schenken. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was ich meinem Mann zu Weihnachten schenke. und so weiter. Und dann merkt man, oh Gott, da ist ja noch das, was du eigentlich machen wolltest. Oder dieses, was du machen wolltest. Und dann kommen die ganzen Sachen. Oh Mist, ich muss ja noch zu dem Arzt. Und ich muss da noch hin. Und das muss noch gemacht werden. Und da habe ich noch einen Termin. Und am Ende stellt man dann fest, dass eine ganze Woche lang nur voll mit Terminen ist. Und man keine Zeit für sich selber hatte. Und an Weihnachten hat man dann den Stress mit dem Kochen. Da hat man dann auch keine Zeit. Auch wieder schlecht. Also Weihnachten... Vorweihnachtszeit ist schön, aber stressig, wahnsinnig stressig. Ach, und bevor ich es vergesse, für diejenigen, die das immer so schön sagen, ich werde zwischen Weihnachten und Neujahr dick. Nein, wirst du nicht, du wirst zwischen Neujahr und Weihnachten dick. Das ist absolut richtig. Ist das Nina Chuba? Die war doch bei den Pfefferkörnern. Irgendeine davon ist doch Nina Chuba, oder? Da steht Anna E. Herzog. Anna E. Herzog. Ach so. Das war ein Eigentor, Flo. Das war ein Eigentor. Weil es stand ja definitiv da, wer es ist. Aber ich muss sagen, ich glaube, sie sah einer von den Pfefferkörnern ziemlich ähnlich. Ich habe die Pfefferkörner aber auch schon ewig nicht mehr geguckt. Ich weiß, dass es die immer noch gibt. Aber ich habe die schon ewig nicht mehr geguckt. Aber ich glaube, mittlerweile ist es auch eine neuere Generation. Es sah ja aus wie eine von der alten Generation. Glaube ich zumindest.
Donner? Ja. Keine Ahnung. Boah, Currywurst mit Senf und Sauerkraut. Ich mach mal Senf auf. Boah. Ja, das kann man auch günstiger machen. Ja, eigentlich kann man das auch günstiger machen. Also Fenster einschlagen ist immer ganz schlecht, weil man muss ja seinem Vorgesetzten erklären, warum hat man das Fenster eingeschlagen. Wenn der Vorgesetzte aber keinen Humor hat, dann ist es wieder schlecht, weil dann muss man das Fenster selber bezahlen. Und das ist in einem Polizeiauto durchaus teurer als normal, weil die Scheiben sind ja ein bisschen behandelt. Habe ich zumindest mal gehört. Wenn das nicht stimmt, dann habe ich das nicht gesagt. Deswegen sollte man es vielleicht eher runterkurbeln oder auf den Knopf drücken, dass es runterfährt. Einfacher, viel einfacher. Und man hat auch weniger Selbstverletzungsgefahr. Stell dir mal vor, du tust dir an deinem Arm weh, dann kannst du, wenn es zum Schusswechsel kommt, nicht mehr die Pistole in die Hand nehmen. Weil man den Arm nicht hochkriegt. Also das meinte ich jetzt damit. Okay. Okay. War jetzt der Sinn dahinter, dass er eigentlich abgeschossen werden sollte und es keiner getroffen hat? Oder habe ich den Sinn bei dem Spiel nicht verstanden, was er davor hatte? Ich glaube eher Letzteres. Ich sterbe. Oh, danke. Oh mein Gott, ich falle. Und tschüss. Ja, das war das Hole of No Ending. Also das endlose Loch. Nein, das war natürlich ein Grafikfehler, weil hinter der Tür sollte normalerweise, denke ich mal, ein Boden sein und der war irgendwie nicht da. Der war nicht eingeblendet. Ich gehe mal davon aus, dass es online war. Es war, glaube ich, Minecraft. Nee, war es nicht. Es war was anderes. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es war. Moment, ich gucke nach, ob ich es. Nein, ich krieg's. Ist zu klein. Gut. Und das Problem war, dass der Boden noch nicht geladen war. Ja. Ist halt so. Bleib einfach liegen. Bleib einfach tot. Ah! Nein, ich hab gerade. Oh Gott. Oh, ich hab gerade den gemacht. Bleib einfach liegen. Oh. Sei froh, dass du nicht liegen geblieben bist, weil wenn du liegen geblieben wärst, hättest du jetzt die Kamera auf den Kopf gekriegt. So ist sie ins Wasser gefallen. Ist zwar schade für die Kamera, aber auf jeden Fall besser als Kamera auf Kopf. Ja, keine Ahnung. Ich schieb mal Richtung Kimchi-Kopf. Oh, Katze. Ja, die Kamera kurz. Ja, das war eine Katze, die nicht wusste, was sie von der Kamera halten sollte. Der Blick passte eindeutig. Das ist wie mit unserer. Wobei, wenn unsere eine Kamera sieht, dann macht sie ganz schnell was anderes, was nicht kamerafähig ist. Also so aufnahmefähig. Genau. So. Weil ich gerade bei Kamera bin. Ich kann mal hier ausmachen. Ja, so, okay. Warum gibt es solche Spiele? Weil glücklicherweise Menschen bei sowas nicht gesagt wird, hier ist deiner Fantasie ein Dach vor den Kopf gesetzt. Eine ein Grenze Ende gesetzt. Ein Dach vor den Kopf gesetzt. Wow! Ja, also ein Dach vor den Kopf gesetzt, interessant. Interessanter Vergleich. Aber keine Grenze gesetzt oder kein Ende gesetzt ist natürlich auch in Ordnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solange solche Sachen in Spielen bleiben oder in Comics, in Filmen bleiben, ist das in Ordnung. Sobald es in die Realität geht, dann wird's bedenklich. Wir hatten ja gestern bei dem Reden unter anderem das Thema, also bei meinem Wir müssen reden, das ist ja mein News- und Quatsch-Team. Da hatten wir das mit dem VR-Headset bezüglich, das einen tötet, wenn man im Spiel getötet wird. Und jetzt kam wohl raus, jetzt hat der Macher hat ein Interview dazu gegeben. Das ist übrigens der gleiche, der die die Oculus gemacht hat, die von Facebook gekauft wurde, die jetzt Meta heißt. Der hat die entwickelt und er hat gesagt, er hat das gemacht, nicht um das wirklich auf den Markt zu bringen, sondern dafür, dass man aufzeigen kann, was denn möglich wäre. Und um anzuregen, muss das wirklich möglich gemacht werden, weil es möglich ist.
Und in diesem Fall muss ich sagen, ich brauche keine VR-Brille, die mich tötet, wenn ich im Spiel getötet werde. Beziehungsweise die aufgrund von Fehlern, weil es hat ja auch noch keiner getestet. Es findet sich keiner, der das Ding testen würde. Durch Fehler vielleicht außerhalb des Spiels getötet wird. Und man soll das Ding ja auch angeblich nicht mehr alleine absetzen können. Also diese Brille, die existiert, also es gibt sie wirklich, sie ist als Prototyp gebaut, aber sie wird nicht in die Massenproduktion gehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich finde. Und das sollte auch so bleiben. Ich sag das seit Jahren. Ich sag das, seitdem ich denke, nenne ich das Multitasking. Wie heißt das? Multitask? Junge, wer macht denn so eine Scheiße? Multitasking oder was? Das hat mir nie jemand gesagt. Multitasking. Nein, Mädel, nein, bitte, bitte. Lass dich nicht veralbern. Das heißt Multitasking. Multitasking. Mehrfach arbeiten. Oder mehrfach machen. Und das bleibt auch so. Fertig. Thema gegessen. Es ist mir scheißegal, ob das anders da steht oder nicht. Das heißt so, ist so eingebürgert. Fertig. Thema gegessen. Kurz sagen Sie, Herr Teil, oh, jetzt gründet der Bienenstock schon wieder eine Gewerkschaft, nur weil ich so ein paar Arbeiterbienen hier töte. Ganz ehrlich, also wer ein Omelette machen will, muss auch ein paar Eier zerschlagen, ne? Denkt ihr, Amazon würde funktionieren, wenn nicht mal ein paar Arbeiter sterben würden? Also der erste Punkt war ja in Ordnung. Also das mit der Gewerkschaft, wir kriegen, ich habe das jetzt gerade gelesen wieder, eines der Blizzard Studios hat jetzt wieder eine Gewerkschaft gegründet, da haben sich 14 Mitarbeiter, die 14 Mitarbeiter haben sich alle für die Gewerkschaft ausgesprochen, wobei ich mich frage, wieso man bei 14 Leuten eine Gewerkschaft braucht, aber gut, okay. Ich fand das auch in Ordnung, das mit den Eiern zerschlagen für ein Omelette, das ist in Ordnung, okay, weil nicht jedes Ei ist auch automatisch ein Küken, weil es muss ja erstmal befruchtet sein, damit es ein Küken werden kann. Und die Eier, die wir im Supermarkt kaufen, sind zu 99% nicht befruchtet. Es gibt so eine Dunkelziffer, die ist dann doch befruchtet. Das merkt man spätestens beim Aufschlagen. Und spätestens dann isst man nie wieder in seinem Leben Eier. Oder man ist so abgebrüht, dass man dann gerade erst recht noch welche isst. das zum einen. Und dann, was ist noch? Ja, was dann noch ist, ist, das mit den Amazon-Mitarbeitern, die sterben und dass deswegen Amazon funktioniert, das war sehr grenzwertig. Sehr, sehr grenzwertig, ja. Solltet ihr gerade kurz gehangen haben, es kann natürlich sein, dass das mit der Werbung zu tun hat und dass das da dran hängt. Ja, okay. Liebe Streamer-Kollegen, das ist eure Aufgabe. Habt ihr auch ein Herz vorm im Mund? Ich zeig es euch. Das teste ich nachher. Ich kann das nicht so lange halten. Das teste ich nachher, wenn wir wieder in den Großbildschirm gehen. Da gucke ich mal, ob das wirklich auch bei mir der Fall ist. Das sieht süß aus. Muss ich mal testen, ob ich das auch habe. Genau. Ups. Wenn man Wurfmesser werfen will und... Als ob das getroffen hat. Du hast doch gesehen, dass es getroffen hat. Das war eben ein Glückstreffer. Allerdings war das, glaube ich, kein Wurfmesser. Oh doch, das war ein Wurfmesser. Ich habe gerade mal kurz auf meinen Kontrollbildschirm geguckt. Reeved. Rezo. Ich muss dir was sagen. Ich glaube, ja. Wir teilen uns wirklich eine Gehirnzelle. Ich habe mich gerade so? In meinem Chat ein bisschen drüber lustig gemacht, dass wir zum selben Zeitpunkt angefangen haben, diese Folge zu reacten, zum exakt selben Zeitpunkt fertig wurden. Und dann sage ich noch so zu meinem Chat, guck mal, ich wurde fertig, gleichzeitig mit Rezo, obwohl ich eine Kokosnuss aufgemacht habe zwischendrin. Nein! Doch! Du hast auch eine Kokosnuss aufgemacht? Ich habe auch eine Kokosnuss aufgemacht. Fick dich! Wirklich! Fick dich! Also, Rezo! Das kann man doch nicht so öffentlich im Stream sagen. Also bitteschön. Obwohl, Respekt, dass sie während einer Streamzeit dazu gefunden hat, eine Kokosnuss zu öffnen. Abgesehen davon, interessant, dass sie überhaupt eine zu Hause hatte. Sollte das einem zu denken geben? Also das nenne ich mal wirklich gutes Timing, dass man zur selben Zeit anfängt, zur selben Zeit aufhört. Wobei, ja gut, vorbei. Zur selben Zeit anfangen ist ja relativ einfach.
aber zur selben Zeit aufhören, dann müsstet ihr auch beim Reacten exakt an denselben Stellen oder ziemlich zu denselben Stellen aufgehört haben und dann was gesagt haben und genau gleich viel geredet haben wie der andere. Das nenne ich eine respektable Leistung. Oh, hier sind Leute gestorben, weil die wahrscheinlich das lesen wollten, ne? Nein, weil sie abgestürzt sind. Genau so ist der andere wahrscheinlich auch gestorben. Wow. Wo gibt's diese Tasse? Schatz, ich möchte diese Tasse. Und da drin mache ich mir dann morgens einen Kaffee. Dann brauche ich jeden Tag ein Kilo Kaffee. Und wir brauchen eine größere Kaffeemaschine. Willkommen zum heutigen Allgemeinen Wissen. Habt ihr gewusst, dass euer Vorname dafür verantwortlich ist, wie oft ihr schwanger werdet? Eine Lisa wird zum Beispiel eher und öfter schwanger als ein Sebastian. Ha ha ha! Also, dass das ein Sebastian nicht schwanger wird, ist ja wohl klar. Außer die Eltern hätten bei der Vornamenswahl ihrer Tochter massivst in die Tonne gegriffen und das Kind dann anstatt mit einem weiblichen Namen mit einem männlichen Namen ausgestattet. Aber ansonsten ist das doch völlig klar, dass eine Lisa wesentlich... Obwohl... Klaus Maria Brandauer, also wenn man das Klaus vorne weglässt, der Maria Brandauer, der wird auch nicht schwanger. Glaube ich zumindest. Oder wurde nicht schwanger, je nachdem. Gut, sag mal, eine Tasse, okay, aber ein Kilo Kaffee. Okay. Hast du gesehen? Das war so eine Tasse. Das war eine riesengroße Tasse. Da muss doch, weißt du, wie lange das dauert, bis das Ding voll ist? Da brauchst du ein Kilo Kaffee für. Ich muss ihn noch kurz besiegen, bevor der weggeht. Weg! Weg mit dir! Weg mit dir! Ich muss einen Shiny holen! Die ist vor. Nein, 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 nein! Wehe! Halt die Klappe! Nein! Oh, der will den Berg runterspringen. Geh nicht aus meiner Sicht! Geh nicht aus meiner Sicht! Nein! Nein! Ja, das ist eben das Problem. Vielleicht, wenn du hinterher rennst, kriegst du es noch. Aber aus dem Kampf raus ist halt bei Pokémon schwierig. Ja, genau. Was? Ja, gut, dann weißt du ja, wie groß die Tasse war und wie viel Kaffee da reinpassen würde. Nicht wild drauf losgeschlagen, sondern auch einfach mal das Gehirn einsetzen. Oh Mann. So viel zum Thema Gehirn einsetzen. Das war, wir setzen unser Gehirn ein. Fail Nummer 1. Ja, das Pass sollte gar nicht so hoch fliegen. Warte, ich drucke mir das aus. Damit du es nicht übersehen kannst. Nochmal mit dem Tintenstrahldrucker. Also eins muss ich jetzt mal sagen, der Herr hat einen komischen Drucker. Und ich muss sagen, ich habe heute wieder massives Nasenjucken. Nasenjucken, warum auch immer. Verstehe ich nicht eigentlich, gut. Aber ja, okay, gut, weiter geht's. Und wirklich, das sind sehr unqualifizierte Aussagen, also bitte nicht zu ernst nehmen. Dass man versteht, dass halt, dass es 80% an der Ernährung liegt und 70% an der Bewegung. Ich hatte jetzt gerade hier den Satz von meinem Mann gelesen, deswegen habe ich schon nur so halb so zugehört, was sie gesagt hat. Aber ich glaube, die Logik passte nicht ganz. Manchmal ist Logik komisch. Aber ich weiß, dass ich eine tolle Nein, ich habe auch eine tolle Waschmaschine. Ja, klar, natürlich. Ich weiß, die soll ich schon mal wieder benutzen. Nein, ich weiß, dass ich eine tolle Kaffeemaschine habe. Das war jetzt der Lacher des Jahrhunderts, genau. Und ich weiß auch, dass es keine neue gibt, weil ich brauche auch keine neue. Siehst du, das, weißt du, was das Schöne ist? Das war jetzt zu spät, jetzt kannst du nicht mehr klippen.
aber ich kann es später raussteigen. Geil. Ja, also ich habe eine tolle Kaffeemaschine, ich habe eine tolle Waschmaschine, ich habe einen tollen Computer und weißt ihr was? Ich habe einen mega tollen Mann. So. Okay, diesmal nicht runterfallen. Anne. Anne. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen, sagtest du. Nicht, ich falle runter. Du hast das nicht ausgeführt. Da draus verpissen, wenn es ins Sinn da kam. Ja, es kommt öfter manchmal. Tja, manchmal kommt es unerwartet, trotzdem muss man schlucken. Und? Au, au, oh, oh, oh. Also, ey, Leute, also die Clip-Folge heute ist ja wohl mal hart am Rande des FSK 18, oder? Also, mal ganz ehrlich, das geht ja mal ja nicht, also bitteschön. Und das in einem Jugendspiel, wo man hingeht, wo 12-Jährige rumrennen, die sich benehmen, als wären sie schon über 30. Und so weiter. Aber eins muss ich sagen, es war ein interessantes Kartentool. Muss ich mal gucken, ob ich das finde. Vielleicht kannst du mal bei Steuerung nachgucken, ob es... Ich glaube nicht, dass... Nee, wir wollen weiterspielen. Haha. Ich wollte doch weiterspielen. Na, ja. Ich habe doch auf weiterspielen geklickt. Ja, nein, hast du nicht. Weiterspielen geklickt. Nein, hast du nicht. Du hast da auf die Frage, ob du wirklich abbrechen willst, auf weiter geklickt. Ja, aber nicht auf ich will weiterspielen, sondern ich will weiter abbrechen. Das war die Sicherheitsabfrage. Lesen, nicht einfach klicken. Kindheitsfreund, den Kollegen. Andy. Der ist für Biathlon. Habe ich was falsch gemacht? Ja. Bist du dumm? Ja, du hast was falsch gemacht. Du hast auf die falsche Person gehört, die dir die falsche Antwort gegeben hat, denn die richtige Antwort wäre Eiskunstlauf gewesen. Ich gebe aber ganz ehrlich zu, ich hätte mit dem Namen auch nichts anfangen können. Ach, ist mehr. Ach, immer. Nee, das muss hier hin, das muss auf der Seite, ganz fesch über die Brust geschwungen hier. Ach Gott, guck mal, wie das hier, kann ich auch was ablegen, ne? Kann ich mir auch mein Glas hinstellen, guck mal. Ei, in die Ermisse. Das war jetzt mega surreal. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Manche Sachen sind dann doch ein bisschen zu ernst, als dass man sich darüber lustig macht. Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Das macht richtig betroffen, Alter, was du gerade. Das ist so cringe, alter Junge. Ja, das war wirklich cringe. Obwohl, es hat auch irgendwas. Also irgendwie hat es auch was. Ja, doch so. Kleines bisschen zumindest. Machst du denn das Fach für das Spülmaschinensalz immer voll? Und immer Klarspüler? Ey Leute, wir werden jetzt doch nicht über fucking Spülmaschinen reden. Ernsthaft? Ich weiß, dass ich hier fucking Boomer-Content mache, aber wir werden doch jetzt nicht darüber reden, wie man eine scheiß Spülmaschine vernünftig benutzt. Come on, guys. Wieso? Ist doch auch ein Thema. Wir hatten es hier gerade von Waschmaschinen und Kaffeemaschinen. Also man kann über alles im Stream reden. Man muss nur die richtige Person dazu haben oder den richtigen Anstoß finden oder wie auch immer. Oh mein Gott, das wird schwer, Mann. Oh mein Gott! Warum ist das Ding an? Weil das Kabel in der Steckdose steckt, in der du es wahrscheinlich reingesteckt hast. Dumme Fragen, wir kriegen dumme Antworten. Also bitte, man macht doch kein Auspressen von solchen Dingen neben einem eingeschalteten Computer. Also bei allem, ich sag mal so, wenn ich so etwas machen würde, um das in den Stream zu übertragen,
Ich sage es mal so. Also ich habe ja auch, wir haben auch hier bei uns eine Küchenmaschine, wo ich auch so einen Aufsatz drauf habe. Da nehme ich mein Handy, da ist hinten eine Kamera. Das hat jedes Handy, das wissen wir ja. So, ich habe auf diesem Handy die entsprechende App dazu. Dann kann ich das mit meinem Computer und auch mit dem OBS hier verbinden. Kann in die Küche gehen, kann das da anmachen, kann dann das aufnehmen, während ich im Stream bin und das dann da zeigen. Und wenn da was passiert, dann wird höchstens mein Handy ein bisschen nass oder die Küche ein bisschen dreckig. Die kann ich dann sauber machen, aber mein Computer und alles drumherum bleibt sauber. Und da muss ich Kistenkater völlig recht geben, wie blöd kann man sein. Affensaftschorle aus dem Kaffeebecher, genau mein Humor. Nee, das ist tatsächlich kein Bier. Das ist tatsächlich einfach Cola. Sieht man das? Nee! Entschuldigung, das war kein Cola. Bin gleich wieder da. Also, ich sag jetzt mal so. Ich kenne Cola, weil mein Mann trinkt Cola. So, koffeinfrei, ohne Zucker. Und die sieht nicht rot aus. Die ist dunkel. Rot ist Wein, wie Kistenkater schreibt. Oder Traubensaft. Also das ist gemein, die arme Katze. Och Mann. Benjamin. Oh, also Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön. Oh, also jetzt muss ich mal sagen, also jetzt seid ihr beide gerade in meiner Beliebtheit ein bisschen gesunken, weil also man muss doch nicht sich so über ein armes Tier lustig machen. Die Katze, es kann doch nichts dazu, dass sie kein Fell hat. Und sie sieht schön aus. Ja, eigentlich sind sie sehr lieb zu der Katze. Ganz ehrlich. Nee, das macht ja einfach sympathisch. Heilige Scheiße. Was war das? Ja. Okay. Das war wieder mal ein typischer Schreckmoment in einem Horror-Game. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay. Okay. Kannst du mir nochmal sagen, dass du nicht groß bist? Ich bin nicht groß. Nein! Also wenn ich neben ihm stehen würde, käme ich mir vor wie ein Liliputaner oder ein Zwerg. Nein, das sage ich jetzt nicht, was mir doch auf der Zunge liegt. Das lasse ich jetzt. Ja, meine Seife verändert. Jetzt noch besser als vorher. Mit ergonomischer Form. Eine Seife. Mit ergonomischer Form. Warum braucht eine Seife eine fucking ergonomische Form? Bis ich dann gesehen habe, aha, vorher 125 Gramm, jetzt 100 Gramm. Jetzt weißt du, warum sie eine ergonomische Form brauchte, damit sie die Gewichtsreduktion wegretuschieren konnten, damit das nicht so auffällt, weil das sieht ja dann schön aus. Eine Seife braucht keine ergonomische Form. Meine Seife hat eine super ergonomische Form, die passt, wenn man sie rumdreht, oben in einen Spender rein, da kann ich die Hand runterhalten, kommt Seife drauf, kann ich mich mit waschen, fertig. Das ist die ergonomische Form. Ich weiß, das heißt jetzt kleinwüchsig, aber es sollte eigentlich eher... Ja, lassen wir das. Ich hab meine Mutter angerufen und hab gefragt, Mama, ist das normal, dass da so viel Scheiße aus der Ritze kommt? Nein. Ein Gegner ist irgendwo auch da, wahrscheinlich. Filter ist gerade in die Nähe gekommen. Oh nein! Wer solche Mitspielerkollegen hat, braucht keine Feinde mehr, weil er wird von den eigenen Kollegen erschossen. Und auf diese Art auch noch zu gewinnen, also das ist ja wohl wirklich fies. Stell dich in die Ecke, schäm dich. Und falls du das auf den Clip von Milchbaum meintest, das ist Milchbaum. So ist sie. Penner ist dein Best. Also ich sehe jetzt gerade auch aus, wie ein Penner guckt. Richtig so. Genau so. Der ist kaputt gegangen. Ja, schön. Nein. Mädel, wie? Wie dämlich kann man sein? Wie dämlich?
Wenn du zeigen willst, wie du aussiehst, schieb den Stuhl zurück. Dafür hat er Rollen. Steh auf und zeig dich. Aber nicht, ich klettere auf den Stuhl und hoffe, dass, wenn der sowieso eine Kippfunktion hat, mich dann auch noch hält. Wer so etwas tut, der hat es nicht anders verdient. Sei froh, dass nur eine Rolle abgebrochen ist. So. Und der will ein Lagerfeuer machen. Nehmen wir den. Messer. Oh. Was kommt da jetzt raus? Fertig. Ja, oh, ja. Das funktioniert dann aber da, auch. Guck. Ja, ja. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass du das gerade unter dem Tisch gebaut hast, da, dann musst du denken, ich glaube, dass die Kinder mit dem Klapperstorch gebracht werden. Nee. Ja, süß. Geiles Bild, echt geil. Genau wegen sowas würde ich das gerne auch machen wollen. Ja gut, ich brüll nicht so ins Mikro, aber das ist einfach momentan eine geile Dings. Außerdem habe ich doch schon ein Clipping drin, so laut lande ich doch gar nicht werden. Lauter wird's nicht. Aber ich weiß, du hörst mich, weil du nicht so weit weg sitzt. Was ist mit der Lampe los? Die flackert. Das ist eine Fluglampe. Ich glaube, diese Öllampe ist außer Kontrolle. Es ist eine besessene Öllampe. Die muss so reagieren. Ja, genau. Okay. Gut, ich werde gucken, dass ich das nächste Mal mein Clipping noch ein Stückchen weiter runterziehe, damit es nicht ganz so schlimm wird. So, jetzt easy, Leute. Oh ja. Ich fühle mich gerade so männlich. Hoffen wir nur, dass du dich so fühlst und nicht schwirrst, weil das wäre wirklich schlimm. Kleine Drecksvieh, Alter. Alter, was ist das da? Ich kann nichts mehr machen. Ich kann gar nichts mehr machen. Die hab ich am Sack. Das war der Punkt in diesem Spiel, den man nie erreichen sollte, weil man kommt nie wieder raus. Nie wieder. Das ist Ende des Spiels. Na gut, Leute, hat man erstmal nochmal abgehängt. Oh nein, das war eine Nade. Ich hatte 3 Smokes, dachte ich. Hast du den Stift aus der Granate gezogen, dann geht die nach 3 Sekunden hoch. Das weiß doch jedes Kind. Das sieht man in jedem Film, das lernt man überall. Auf unserer Rechten sehen Sie das Produkt des Tages. Twitch Clips Germany in seiner Position als Liebesgott auf Twitch. Abonniert alle Twitch Clips Germany, wenn ihr sowas Erotisches sehen wollt. Ja, ihr habt es wieder gehört. Das war erstens mal wieder eine wunderbar schöne Folge. Ich habe mich richtig amüsiert. Das war richtig toll. Ja. Und ja, ihr habt es gehört. Wenn ihr weiterhin sowas Tolles sehen wollt, dann abonniert die Twitch Clips Germany. Ich mache jetzt hier wie immer schön leise. Ihr seht dann oben auch schon, was wir noch weiter gucken. Also erstmal, ich brauche nicht abonnieren. Ich habe schon abonniert. Hier. Seht ihr. So. Also klicken wir hier drauf, damit es ein Like gibt. Das gleiche macht ihr bitte auch. Und weil ihr ja gerade hier auf meinem Kanal seid, da könnt ihr auch hier ein Like da lassen, also ein Daumenchen hoch. Und dann abonnieren. Der Button ist an derselben Stelle wie hier bei Twitch Clips Germany auch, nur halt auf meinem Kanal. Und wenn ihr noch wollt und was zu sagen habt, Anregungen, Ideen, Kritik oder sonst irgendwas, was ihr loswerden wollt und nicht unter der Gürtellinie ist, da unten in die Kommentare packen. Und da seid ihr ja sowieso gerade, weil ihr müsst ja runterscrollen. Und da findet ihr dann auch den Link zum Originalvideo. Da könnt ihr dann, wie gesagt, hingehen, auch ein Like da lassen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche mit dem nächsten Video von den Twitch Clips Germany wieder. Bis dahin sagt euch tschüss, eure Josie.